Herzlich willkommen zum neuen Video. Jetzt praktisch genau eine Woche später stehen wir wieder hier an dem Raps. Und was seitdem passiert? Ich blende euch mal ein kurzes Bild ein. Ja, wie ihr gesehen habt oder wie ihr seht, hatten wir die letzten Tage richtig kalt mit Schnee. Nachts minus 3 Grad, tagsüber so um die 2-3 Grad. Und es hat den Raps nicht mehr, es hat ihn zwar stark gebremst in der Entwicklung, aber es hat es nicht mehr aufgehalten. Also wenn wir jetzt hier über die Fläche schauen, ich denke auf der Kamera sieht man das nicht ganz so gut. Ich nehme euch hier gerade mal kurz runter. Ja, man sieht es auf der Kamera wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber die ganze Fläche hat eben schon diesen ominösen Gelbschimmer. Also, wie gesagt, diese Kälte hat ihn zwar jetzt nicht mehr gestoppt, dafür war es einfach zu lang warm in den letzten Tagen schon, aber es hat ihn unheimlich stark eingebremst. Ja, für uns ein bisschen unglücklich, weil folgendes Problem ja es herrscht. Wir haben zwar jetzt heute, morgen, übermorgen soll es richtig warm werden, also wieder um die 20 Grad. Aber danach wollen wir uns so, wenn wir den Wettervorhersagen glauben, wollen wir uns so um die 8 bis 10 Grad tagsüber einpendeln. Und das ist natürlich ein Wert, wo wir keinen Raps nicht bekommen. Ja, also da gibt weder der Raps, also der Raps an für sich oder die Pflanzen an für sich sind ja auch nicht blöd, sondern die Nektarproduktion braucht ja bestimmte Mindesttemperaturen. Und das sind eben, und die Bienen brauchen natürlich auch Flugwetter. Und da sind wir halt bei 10 Grad nicht ganz optimal aufgestellt. Ja. Das muss man mal ehrlich sagen. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, was kommt. Ne? Letzte Woche, ich meine, ich mache es ja jetzt ein paar Jahre schon. Aber letzte Woche habe ich auch gesagt, das sieht ganz gut aus. Die Woche sage ich, naja, kann was werden, muss nicht. Habe ich mich auch ein bisschen verleiten lassen. Die Fehler passieren halt manchmal. Ich meine, schön ist, dass es noch mal ein bisschen Wasser gegeben hat. Zwar nicht arg viel, aber ein bisschen. Und gestern war ich auch an dieser Stelle. Da sah der Raps richtig, ja, lommelig aus. Also der ist richtig rumgehängt. Das hat jetzt irgendwie über die letzten Stunden schon wieder ein bisschen kompensiert, wo es wieder wärmer war. Also er sieht da schon wieder deutlich fitter aus. Ja. Wo gestern war ich beim Termin unten im Remstal, da sieht es natürlich zum Teil richtig verheerend aus. Da haben wir Pflaumen und Zwetschge richtig geblüht schon, Kirsche auch. Und die sind halt zum Teil total erfroren. Also da ist alles zum Teil, da bin ich an Plantagen vorbeigefahren, komplett braun. Jetzt hier hinter euch, vor mir, steht eine Birne. Die sieht ganz gut aus, aber ich muss auch sagen, da gehen wir jetzt gleich mal noch hin zu den Kirschen. Die haben, glaube ich, schon ein Schuss bekommen. Ja. Den Bienenvölkern ist die Temperatur ja jetzt im Prinzip, diesen Aufwärtstrend, der wird es nicht mehr gestoppt. Ja. Also die Königin mag jetzt ein paar Tage weniger Eier gelegt haben, das mag schon sein, aber wir müssen jetzt irgendwann den Honigraum geben oder wir werden jetzt irgendwann anfangen, den Honigraum zu geben, weil die Bienenvölker, die wachsen ja. Ja, jetzt mal als Vergleich. Wir haben jetzt die letzten Woche, ich habe Bienenvölker gesehen, die sind von 4 auf 5,5 Waben praktisch förmlich explodiert jetzt die letzte Woche. Und da muss man jetzt mal anfangen mit den Honigräumen, auch wenn das Wetter nicht ganz optimal ist. Klar, jetzt diese ganz kalten Nächte oder in Anführungszeichen ganz kalten Nächte mit 3 Grad, die wollte ich wirklich aussitzen. Aber jetzt werden wir da mal anfangen, aber das ist... Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch ja, hier oben dann mit dem Honigraum aufsetzen, wann und so. Da brauchen wir jetzt hier nicht mehr nochmal im Detail drauf eingehen. Genau, wichtig ist halt bei den Bienenvölkern nach wie vor ein bisschen nach dem Futter zu schauen. Ja. Also ich bin da durch, aber das sollte man trotz dem schönen Wetter jetzt nicht vergessen. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ne. Also wie gesagt, die Birne, die fängt hier gerade an zu blühen. Das haben wir hier drüben einen Apfel. Aber im Apfel, da passiert noch nichts Wirkliches. Ne? Da ist, ja, da kommen gerade die grünen Blättchen raus. Ich meine, man könnte jetzt hier meinen,
dass die hier ist aber auch eine schattige Ecke, dass die auch ein bisschen was abbekommen haben. Aber da mache ich mir eigentlich über den Apfel mache ich mir absolut gar keine Sorge. Hier bei diesem Rapsacker, da sieht man es in der Tat schon ein bisschen besser. Also da haben wir schon offene Blüten. Ja, genau, jetzt waren wir da oben. Komme ich da jetzt hin zu dieser Kirsche? Wir fahren woanders hin. Ich zeige euch dann noch ein bisschen eine Kirsche. Ich meine, was man hier gerade im Hintergrund sieht, ja, das ist ja auch das Schöne bei uns. Wir haben ja Mischwälder. Und in diesen Mischwäldern sind versteckt unheimlich viele Kirschen, die man eigentlich nur sieht, wenn sie blühen. Und was sind denn, wir gehen mal schön rein. Und was da natürlich auch drin ist, sind vereinzelt Edelkastanien, sind Robinien, sind Eichen, sind ja alles mögliche. Also wir haben da eigentlich eine ganz schöne Waldstruktur, jetzt nicht für Waldhonig, sondern für diese Sommerhonige. Ne? Viel so, ihr seht es hier rechts und links, viel so Brombeerzeug. Und dafür eigentlich keine Tannen, keine Fichten, mal so einzelne Inseln, wo mal ein einzelner Grundstücksbesitzer was angelegt hat, so eine Fichtenmonokultur oder Tannenmonokultur oder so eine Weihnachtsbaumplantage, aber alles in wirklich ganz, ganz kleinen Maßstäben. Ja. Also da sind wir weit entfernt vom Schwarzwald oder ja auch vom Welsheimer Wald. Ne. Also ich denke, ihr habt ja so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wie das hier aussieht und vor allem hier am Weg. Ne, immer wieder diese Kirschen, Birke viel drinnen, Elsbeere hat man hier in diesem Waldabschnitt auch. Also einfach eine echt coole Mischung, eine lichte Mischung und ja, für die Bienen halt interessant. Aber jetzt schweifen wir ein bisschen vom Thema ab. Wir wollen uns ja so ein bisschen mit diesem Thema oder diese Videoreihe soll ja dieses Thema haben, BKF, also so Bienenkontrollfahrt, notgedrungen. Uns ist da jetzt bisher noch kein besserer Name eingefallen. Will ich übrigens zusammen mit meiner Frau auch machen. Wir haben gestern schon mal einen Versuch gemacht, aber leider war der Nachwuchs da noch nicht so motiviert, da mitzumachen. Aber seid gespannt, wir werden das schon hinbekommen und es wird bestimmt witzig, unterhaltsam und ja, lehrreich. Ne? Ja, jetzt schauen wir uns noch mal in die Kirsche an, schauen vielleicht auch noch mal kurz bei den Bienen vorbei. Und dann, wie gesagt, geht es für mich heute darum, dass wir anfangen, ein bisschen Honigraum aufzusetzen. So, dann sind wir hier doch gerade mal ein Stück weiter gefahren an besagten Bienenstand, wo wir auch vor einer Woche waren. Ne, hier sehen wir jetzt ganz klar, auch die Birne hat sich weiterentwickelt. Ja, also die war ja noch ganz geschlossen. Das geht jetzt los. Moment mal kurz. Falscher Knopf. So. Jetzt, dann haben wir hier, schauen wir uns mal die Kirsche an. Also hier sehen wir jetzt auch die ganz jungen Bäume, muss ich mich dahinter verstecken, treiben aus. Und ja, da gibt es auf jeden Fall keine Probleme. Und hier diese Kirsche, ist übrigens eine gelbe Kirsche, sehr zu empfehlen, echt cool. Da guckt man ja immer. Jetzt habe ich hier keine Hand frei und mit Kamera ist es schwierig. Man kann ja immer gucken, in der Mitte ist ja dieses, wo ist die Kamera? Aufstellen. In der Mitte ist ja immer dieses, dieser eine Stängel da. Ich weiß jetzt nicht, wie der genaue Fachbegriff ist. Und wenn der halt braun ist oder so ganz leicht rausgeht, dann ist halt erfroren. Ja? Also so kenne ich das. Wenn hier ein paar Obstbauern sind, die sind da bestimmt fitter wie ich, aber das sieht mir doch schon so aus, dass hier viel braun, viel leicht rausgeht und viel erfroren ist. Ja. Ja gut, hier ist es eigentlich, die ist eigentlich schon ganz, ganz braun. Ja gut,
Ich meine, im Prinzip sind wir ja auch kein Obstbaubetrieb, sondern eine Imkerei. Wir sind natürlich auf diese Ergebnisse der Natur angewiesen, aber wie gesagt, so wie mir das hier aussieht, die Birnen sind eigentlich da wirklich unbeschadet durchgekommen. Bei den Kirschen sehe ich das jetzt zumindest bei diesem Baum und wie gesagt, wie ich es auch gestern gesehen habe im Remstal, eigentlich ein bisschen anders. Übrigens, da muss ich schon sagen, wollte gestern noch für euch noch meinen Raps suchen. Das Remstal ist ja so 200, 150 Meter unter uns. Und da hatte ich jetzt extra die Kamera mitgenommen, weil ich gedacht habe, schauen wir uns mal den Vergleich an. Ne? Unser Raps und der Raps 200 Meter weiter unten, ist eigentlich immer ein ganz cooler Vergleich. Ja? Aber glaubt ihr mir das? Ich habe keine Raps gefunden. Also wir haben da echt, habe ich ja schon immer vermutet. Ja? Ich meine, ist immer noch eine Vermutung. Aber dieser Rapsanbau, der geht echt zurück. Also in meiner Region auf jeden Fall bei uns hier, behaupte ich. Ich meine, das liegt ja daran, dass man einfach Pflanzenschutzmittel eingrenzt, dass die Preise wohl, wie man mir gesagt hat, nicht ganz so gut sind. Und ja, ist ja gar nicht zu verdenken, ne? Wenn sich Landwirt muss auch davon leben. Raps ist eine relativ intensive Kultur mit vielen Pflanzenschutzmitteln oder viel Bedürfnissen an Pflanzenschutzmitteln, aber eine unheimliche schöne Kultur auch. Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht in jedes Eck gefahren, aber ich habe jetzt so augenscheinlich auf meinem Weg dann keinen gefunden, wo ich gesagt habe, den filme ich mit euch. Aber wie gesagt, Obstbäume da unten, uiuiui, da gibt es schon, ja, genau. Und dieser Rapsanbau in Zusammenhang mit dem Wald, der gerade immer weniger wird, eben durch Trockenheit und so, ja, sind halt wichtige Honigsorten, ne? Wirtschaftlich gesehen. Naja, jetzt schauen wir mal, was die Bienen machen hier. Ich schwenke euch mal ganz kurz rum. Naja, ihr müsst bedenken, wir haben jetzt so 4 Grad. Ja, 4 Grad und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und das hier ist im Prinzip der Sheet, die 7. Ja. Also es sind 7 Waben gut voll. 6 Waben gut voll. Ja, und die letzten praktisch, die sitzen auf der Sheet-Oberkante. Ja. Dann habe ich noch 2 leere Waben. Also so ist die Situation. Und so sind wir, zumindest haben wir als Imker unsere Hausaufgabe gemacht. Die Bienenvölker sind richtig zur Zeit, also wie sagt man, ja, ist ja egal, zur richtigen Zeit, aufsatzreich, draftreich. Wenn das Wetter mitspielt, dann können wir da sicherlich eine schöne Frühjahrsblütenernte einfahren. Ja, das soll es hier wieder gewesen sein. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder und schauen, wie der Fortschritt weitergeht. Also dann wünsche ich euch noch was, vielleicht dann mit meiner Frau. Und ja, freue mich über eure Kommentare, Fragen. Daumen nach oben und ein Abo. Mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ne? Nutz hat mich da letztens hingewiesen. Ey, wir stehen ja kurz vor 7000. Ja, gut. Ist doch schön. Also bis dann. Ciao.